rund um die Uhr auf Sendung. www.bauforum24.tv. Wir sprachen mit Thomas Herse, dem technischen Leiter bei Wolfkran, über Details des 1250B. Der 1250B ist unser größter WIP-Auslegerkran, den wir als Serienturmdrehkran jemals hergestellt haben. Die spezifischen Kenndaten sind eine maximale Auslegerlänge von 80 Metern, eine maximale Traglast von 60 Tonnen im Dreistrangbetrieb und die enorme freistehende Höhe von 90 Metern auf dem TV33. Der 1250B ist für hohe Traglasten und hohe Geschwindigkeiten konzipiert und mit seinen 60 Tonnen prädestiniert im Kraftwerksbau sowie für die hohe Hublast und die hohen Geschwindigkeiten auch für sehr hohe Gebäude. Dadurch, dass die Bauzeiten immer kürzer werden und sozusagen die Bauteile immer schwerer, werden diese höheren Traglasten auch nachgefragt. Die Hauptmerkmale für den Kran sind, dass wir ihn trotz dieser Größenordnung hier in 2 Tagen aufgestellt haben, dass wir aufgrund unseres neuen WIPA-Konzeptes sehr zügige Montagen realisieren können und auch sehr kleine Montagegewichte haben. Es wäre hier hervorzuheben, dass wir die Montagegewichte bis auf 15 Tonnen herunterbrechen können, was für die Größenordnung des Kranes sehr gut ist. Wir haben uns jetzt auch im Rahmen von unserer Neuentwicklung, dem 1250B, Gedanken gemacht, wie wir die Umschermechanismen vom 1 zum 2 Strang und 2 zum 3 Strang vereinfachen können und haben da eine Umscherhilfe, nennen wir es mal, vielleicht eine halbautomatische Umscherung, entwickelt, die auch zum Patent angemeldet ist. Es funktioniert im Prinzip damit, dass der Monteur, der vorne an der Auslegerspitze ist, durch eine Mechanik unterstützt wird, diesen Umschervorgang einfacher erledigen zu können. Es ist keine elektrische Sache, es ist was Mechanisches. Als weitere Innovation haben wir eine Montagehilfswinde eingeführt. Diese Montagehilfswinde unterstützt unsere Monteure beim Montagevorgang bei dem Einscheren der Seile. Das heißt also, das Einziehseil, das Hubseil und auch die Montageseile für den Ausleger können deutlich einfacher und schneller montiert werden. Das Drehteil kann bereits vor endgültiger Montage elektrisch gedreht werden, was dem Monteur weiterhin die Arbeit erleichtert. Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Kran sind die Transportmöglichkeiten. Trotz der Größe haben wir es geschafft, eine Vielzahl der Komponenten, das heißt der komplette Ausleger, die komplette Turmspitze und den Gegenausleger, auf dem wir hier stehen, in den Container zu verpacken und da auch sehr kostengünstig um die ganze Welt zu transportieren. Für den Wolf 1250B können wir direkt auf unseren Wolf-Baukasten zurückgreifen. Das heißt also, wir nutzen das komplette vorhandene Turmsystem TV33, wie am Anfang erwähnt, für die 90 Meter freistehende Turmhöhe. Und wir haben auch weitere Komponenten, sowie das Innenkletterwerk und Außenkletterwerk, Fundamentanker und nicht zu vergessen die Abspannrahmen für große Bauwerke mit dem Angebot. Die Herausforderung des Baukastenprinzips liegt im Prinzip darin, dass man die vorhandenen Komponenten in diese Neuentwicklung mit einbeziehen muss und kann und somit auch diese Komponenten natürlich auf Funktionsfähigkeit etc. geprüft werden müssen. Ansonsten ist die Herausforderung schlicht und ergreifend die Komplexität des Produktes, die Vielfalt wie die zweite Sicherheitsbremse, die bei uns optional für das Hubwerk und Einziehwerk mit angeboten wird. Für die Steuerung des Kranes ist in absehbarer Zukunft ein neues, verbessertes Farbdisplay vorgesehen. Der Listenpreis in der Grundausstattung beläuft sich auf 1,6 Millionen Euro. Die zweite Sicherheitsbremse im Einziehwerk und Hubwerk ist für den asiatischen Markt und unbedingt zu nennen für den australischen Markt notwendig. Die Wolf-Sicherheitssteuerung wird bei uns vom kleinsten Turmdrehkran, dem 4517, bis zu unserem heute vorgestellten größten Wolf 1250B bei allen Krantypen als Standard eingesetzt. Wir können mit dem Kran bis zu 800 Meter hohe Gebäude realisieren. Aufgrund der Wickelkapazität von nahezu 1 Kilometer des Hubwerkes sind damit extreme Turmhöhen möglich. Im Zweistrangbetrieb kommen wir noch bis auf 400 Meter Turmhöhe und im Dreistrangbetrieb immerhin noch bis zu 260 Meter Turmhöhe. Der 1250B wird den 900B ablösen. Dieser Kran war für uns eine komplette Neuentwicklung. Und die Neuentwicklung hat sich jetzt über einen Zeitraum von etwa einem Jahr, einem Dreivierteljahr hingezogen. Es ist bei uns Standard, dass wir innerhalb von einem Jahr den Prototypen aufstellen können. Dieser Kran wird nach der Präsentation auf einer Kraftwerksbaustelle in Norddeutschland eingesetzt werden. Das heißt, ab Herbst 2009
wird er live seine Stärken beweisen können. Rund um die Uhr auf Sendung. www.bauforum24.tv